So, meine Freunde, ein weiterer Part vom Let's Show, Hitman Blood Buddy. Und ja, wir sind, letztes Mal hatte ich der letzte Akt gezeigt, heute wird spielen wir den Blues, nein, ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang wird gemacht, ein neuer Anfang, oder? bis dass der Tod euch schaltet. Das ist eine Scheiße. Weiß auch nicht, weil die schlimmste Mission ist Tod auf dem Mississippi, ist richtig scheiße. Nein, doch, die war scheiße. Obwohl, aber die ist noch schlimmer. Nichts geht mal, ist die geilste überhaupt. Und hört ihr die Engländer singen? Naja, Paragraph 47 ist verdammt schwierig. Aber na gut, ich. Oha, denn jetzt checken sie. Ich glaube, ein neuer Anfang war das. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Level noch ich zeige es euch einfach. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, bla bla bla. Es sind immer noch Killer unterwegs, um 47 zu töten. Waffen wählen brauchen wir nicht weiter. So. Was brauche ich? Waffen? Hallo? Ich, der Profi in Hitman Blood Money. Winnie Slugger Sinistra. Dimitri, leg dich nicht mit mir an. Okay. Ja, das ist es. Aber die Mission ist cool. Ich liebe diese Mission. Vor allen Dingen, weil das so eine Vorstadt-Idylle ist. Mit reichen Schnöselis und Pöselis. Und ja, hier sind sie alle. Hier sind sie. Hallöchen. Popöchen. Du nicht mal weg, dankeschön. So, wir nehmen einmal eine nehmen Betäubung und mit Gift. Nein, wir nehmen eine Betäubungsspritze und packen die in die Donuts rein. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten. Ja, meine Freunde, das war die Mission. Wir sind jetzt hier fertig in Hitman Blood Money. Wir haben die Mission geschafft. Nein, Quatsch. Jetzt müssen wir nur noch auf diesen komischen Typen da warten, bis der kommt und das Essen ausliefert. Naja, komm mal wieder zurück da. Guckt euch mal an, wie 47... 47? Er ist nicht im Keller. Nein, Diana, er ist nicht im Keller. Sie haben ihn weggebracht. 47, sie haben recht. Ach, Hitman 2. Ja, ja. Und sie heißt Diana. Die Agenturchefin heißt Diana. Beziehungsweise seine... Nein, das ist nicht die Agenturchefin. Das ist einfach nur seine Missionstante. Wie ihm alles erklärt halt. Da kommt er wieder. So. Wir müssen Winnie Vici töten. Und, Winnie Lidi. Pini, Funi. Ich guck mir mal böse. Kampf mal ein und garstig und. Du elender Bastard. Okay. Das wird jetzt spaßig. Passt auf. Schaut zu und lernt. So, er bringt das jetzt dorthin. Jetzt habe ich eigentlich einen Zünder in der Hand. Herrgott nochmal. So. Okay, anscheinend habe ich den Zünder immer in der Hand. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt klopft er da an. Jetzt kommt der CIA-Agent und holt die Packung Donuts, die wir vorher ordentlich präpariert haben. Was natürlich... So, die futtern das jetzt. Hallöchen, CIA-Agent. So, jetzt müsste gleich eine Meldung kommen. Alle kippen um. Hallo? Meldung. Hallo? Lauritz und Co. Jemand da drin? Mit getönten Scheiben, die total unauffällig sind? Bad Blood als Kennzeichen? Na, wenn das nicht auffällig ist, dann weiß ich auch nicht. Hallo, sind die jetzt K.O. oder was ist los? Diesmal schicken wir sie ans andere Ende des Landes. Hallo? K.O. oder was ist los?
Das ist okay. Normalerweise kommt immer nur. Ach, egal. Komm. Zurück im Zug FBI-Agent. Wunderbar. Dann nehmen wir auch direkt das Band mit. Das Band mitnehmen. Ah, Video stehlen da. Zack. Ja, damit haben wir das auch erledigt. So, zack. Wir brauchen immer noch keine Waffe, weil wir jetzt an CIA-Agent sind. Ey, okay. So, wir müssen da rein. Da drin sitzt der gute Winnie. Stromkasten aufbrechen. Er guckt nach links und rechts, weißt du? Aber das Ding ist ja, wenn ihn einer erwischt, dann hört er nicht einfach auf. Nein, er macht dann einfach weiter. So, wir dürfen weiter. Weil wir sind jetzt hier eher ein bisschen cool. So. Hier sitzt der gute Winnie immer und guckt Fernsehen. Normalerweise. Der müsste gleich wiederkommen. Warten wir drin einfach, bis er kommt. Schlüsselloch schauen. Ein Schlüsselloch zurücktreten. Wann kommt er denn da? Der alte Schnödel. Jetzt müsst ihr eigentlich einen anderen rausschicken, um den Stromkasten wieder anzumachen. Weil er feststellen muss, hey, mein Fernseher funktioniert nicht. Geh mal raus und reparier das, du alter Kanaxel. So, schickt er ihn raus. Wunderbar. Wunderbar, du alter. Alter Drecksack, du, ich hasse dich. Was ist los mit diesem Stück Mier da? Winnie, du musst jetzt dran glauben und... Nein! Alter! Du kannst... 47? Was ist los mit diesem Stück Mier da? Meine Fresse, das dauert aber auch lange immer. So, er ist tot. Joa, wir haben ein Missionsziel geschafft. Wir lassen ihn einfach da hängen, ist egal. Merkt sowieso keine Sau. Doch, das merkt jeder. Nö. Okay. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Ich dachte, die Tür wäre schon auf. Okay. Alles wieder entspannt hier. So, jetzt als nächstes müssen wir seine Bekanntschaft töten. Mikrofilm beschaffen, fliehen. Was heißt töten? Wir müssen den Mikrofilm beschaffen und der Mikrofilm hat seine Bekanntschaft, seine Freundin oder wie auch immer. So, dazu müssen wir da hinten in den Schuppen. Hier. Das knacken wir mal ganz lässig. Wenn der andere Typi. Wo ist er? Ach da. Ja, geh mal weg. Oh, schon ab. Okay. Jetzt nehmen wir mal das Benzin hier. So. Und damit präparieren wir den Grill. Okay. Schau weg. Na, schau weg. Na, geh. Na, hau ab. Alter, jetzt verpiss dich doch. Geht doch. So, jetzt müssen wir einfach nur abwarten.
Ah, da kommt sie ja angestachselt. Ja, wie die läuft, ey. Als ob die zu viel getrunken hätte oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber die ist ein wenig balabala. Wie die läuft. Entweder kann die nicht auf hohen Schuhen laufen oder die ist wirklich ein wenig volltrunken. Und die haben Winnie immer noch nicht gefunden, fällt mir gerade auf. Das ist irgendwie seltsam. Naja, egal. Und zack. Ups. Ah, ärgerlich. Er sieht ein Mikrofilm, nämlich. Müssen wir abwarten, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt hat hier. Oder kann ich schon rein? Ich probiere, ich speichere mal oben. Spielschneller werden beim Verlassen des Spiels. Okay. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, wieso nicht? Ein CIA-Agent geht einfach in den Pool rein. Scheiß drauf. Und beraubt erstmal diese Leiche hier. So, das haben wir auch. Und jetzt fliehen wir einfach, als ob nichts gewesen wäre. Lalalala. Okay, hey Clown, was geht ab? Tschüss, ne? Puh. Okay. So, jetzt gehen wir wieder in den... holen unseren Anzug wieder. Anzug. Da. So. Und fliehen von hier. Tschüssikowski. Haha. Und das noch nicht mal in weniger in als 15 Minuten für gebraucht. Hey. Glückwunsch. Ich sag ja, seht zu und lernt. Das ist Können. Das ist... Zeugen? Zwei Zeugen? Hä? Wo kommen die denn weg? Das ist unmöglich. Gefundene Leichen ein. Ach, die haben Winnie gefunden. Lärm. Was hab ich denn für einen Lärm gemacht? Und das liegt nicht an der Klavierseite. Die Klavierseite ist so gut wie geräuschlos. Ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt Lärm gemacht habe. Für was? Vielleicht für den Grill? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich schaffe von dir eigentlich gut den. Silent Assassin Schwierigkeitsgrad, der ist eigentlich recht leicht hier. Aber na gut, ist egal. Egal, Profi, immerhin. 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 Ich hab's drauf. Okay. Ja, das war's für diese Folge hier. Und übrigens, das ist ein Zeitungsartikel, wo gefahndet wird nach dem Auftragsmord. Nach dem Mörder. Und hier steht meistens immer dasselbe drin, das sind Textbausteine, die sich immer wiederholen. Aber naja. Winnie Slugger Sinistra getötet. Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Das Police Department hat heute Morgen bestätigt, dass Belastungszeuge Winnie Slugger Sinistra gestern Mittag in einem Anwesen im ruhigen Vorort Del Mar getötet worden ist. Die Behörden sind der Meinung, dass ein Strangulierungswerkzeug für die Mehrzahl der Morde verwendet wurde. Für die Mehrzahl natürlich. Das war nur ein Mord. Möglicherweise Klavierseite. Ja, natürlich. Das Johnna Police Department verhört derzeit zwei Zeugen, die ihr Leben retten konnten, obwohl der Polizei keinerlei Hinweise auf das Äußere des Killers vorliegen. Gegen die Behörden derzeit von einem männlichen Täter aus der 43-jährigen Exilkubaner Winnie Sinistra wurde Ende der 80er wie unzählige andere Kinder von Castro. Wahrscheinlich ist das wegen den Zeugen, aber ich weiß nicht, wer hat mich denn gesehen? Hm, seltsam. Na gut, ich mache hier einen Schnitt und dann... Sieht man sich vielleicht in einem anderen Level mal. Muss ich mal schauen. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.